Hallo und willkommen im Outdoor Wonderland. Heute geht es wieder zu einer Übernachtung. Eigentlich haben wir auf Schnee gehofft, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Also, wenn ihr Lust habt auf einen schönen, gemütlichen dritten Advent, dann seid ihr herzlich eingeladen. Bis dann! Wie man wieder sieht, mit den 10 bis 15 Kilo wird das wieder nichts. Wir sind aufgepackt wie zwei Solarschnäsel. Knapp vorbei, 18. Ich glaube, die Sherpas, die auf den Everest gehen, die haben nicht weniger dabei. Aber das soll ja heute auch keine Bushcraft-Tour werden oder so eine Survival-Minimalisten-Tour. Weil, wie gesagt, wir wollen heute unseren Spaß und kämpfen nicht ums Überleben. Wassersports. Da hinterhalb, wenn wir uns jetzt ein Plätzchen suchen, oder? Ja, da finden wir schon was. Und dann müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Wind geschützt sind. Oh, ja. Bloß der Sauber. Das quatscht, hä? Ja, das ist schon nicht ganz übel, aber naja, schauen wir mal da oben. Also ich glaube, wir haben es gut. Da bleiben wir. Drehe mich mal rum, dass ihr seht, wo das ist. So. Habt ihr das gesehen? Da bauen wir das einfach mal. Da probieren wir mal, ob wir was zusammenbringen. Ja. Dass wir ein bisschen windgeschützt sind. Vom Boden her, wenn ich so gehe. Also, auf geht's. Okay. So, zweimal. Zweimal, drei Zimmer gehe ich bad. Die werden wir schon aushalten. Wir sind zwar nicht im Schwarzwald, aber wir haben den Schwarzwald hergeholt. Ein Tannenzäpfchen haben wir da. Prost. Und jetzt schaut mal her, was das für Farbe ist. Dass du nichts mehr in die Augen kriegst, gell? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ja, genau. Ist ja wurscht. Also, egal. Zum Wohl. Zum Wohl, Männer. Übrigens, das Bier haben wir uns verdient, weil das Lager steht. Gell? Und wir haben alles ziemlich weit tragen müssen. Und Träger ist da, batzig, aber am Lagerplatz ist Laub, Moos. Und da werden wir jetzt unsere Lagerfeuerstelle einrichten. So. Wenn wir eine schöne Gemüsepfanne heute abmachen mit Schrimps. Alle Achtung, jetzt riecht man das Zeug zusammen. Ja. Und dann zeigen wir denen mal das Lager. Ja, und dann müssen wir noch unser Matratzen, Biwaksack alles noch schön machen. Ja, kriegen wir schon. Bis später. Aufräumen. Jetzt was runterfallen kann, gehen wir weg.
So, da steht's, unser Lager. Wunderschön. Und da ungefähr wollen wir die Feuerstelle einrichten. Und dann werden wir mal schauen. Und weil wir einen schönen Müll gefunden haben, haben wir gleich ein Tischli. Hast die Leute alles im Wald wegschmeißen, gell? Da hast du wohl recht. Wahnsinn. Erst das Feuer. Jetzt selber gemacht, nicht hinsparen. So. Dann nehmen wir uns einen schönen Weinstahl. So, Freunde, und die Bilder, die ihr jetzt seht, sind die ersten Bilder mit der neuen Kamera. An der Stelle einen schönen Gruß an die Ines und auch an den Dieter, die wo mir wirklich toll unterstützt haben und es möglich gemacht haben, dass ich die Kamera zum, sage ich mal, fairen Preis gekriegt habe. Also herzlichen Dank, Ines. Heute Abend alles mit deiner Kamera oder mit meiner neuen Kamera gefilmt. Da zischt's, mein lieber Mann. Das machen wir das nicht, weil da brennt mir nämlich mein Griff weg. Ja, so müsste es gehen. Unser Löffel bzw. Göffel. Warte, den Hut kommt. Ah, das schaut. Oh, mein Hut. Ich denke mir schon, warum ist mir so kalt? Jetzt weiß es. So ein wilderer Hut ist aber nicht schlechter. Schön. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt kannst du gleich Pfirs. Da kannst du gleich Pfirs aufwärmen. Du. Ui, ja, so ist das warm. Ja klar, ist er aber kocht ja. Ich glaube, da warten wir noch weg. Verbrennen wir das Pfotzenrecht. Dann ist unser Karotte, Zwiebel, Kartoffel, Fenchel, Zucchini, Paprika und dann kommt die Krönung noch die Schirmsuppe drauf. Bis wir das gefressen haben, ist der Futter erschwert. Also jetzt aber. Da haben wir es. Jetzt wäre es bloß noch an dem einen See noch schöner mit Angeln. Wo wir zum Angeln mal hinter tun. Ja, aber. Jetzt sind wir da. Du kannst nicht alles haben, das Glück, den Sonnenschein. Zum schönsten Regenbogen muss auch Regen sein. Jetzt merkt man, dass du bei den Augsburger Domsingen haben warst. Ja, klar. Ich bin wahrscheinlich die einzige kaputte Orgelpfeife von denen. Oh, so ein Kaffee ist einfach was. Weg die Lebensgeister. Was für ein LKW, der Diesel ist es für uns, der Kaffee. Ja. Das lassen wir uns ja nicht verbieten. Da brummt die Maschine. Mal schauen wir her. Oh. Zucchini. Haben wir spekuliert. Also. Fenchel für die Farbe. Karotte. Roten Paprika. Oh, lieber Gott. Erdäpfel. Zwiebel. Oh, das war wieder ganz toll. Der wird der Teufel noch machen, Blut sagst du dir, aber. Ja, mei. Was sind schon gewaschen? Deutsche Seefischmanufaktur.
Bavaria Blue zum Abschmecken. Dann auf speziellen Wunsch. Was? Ja. Aha. Champignons. Und das alles in der schönen Pfanne drin. Oh. Mal aufschauen. Nicht, dass einer kommt und was mag. Schöner kann es doch gar nicht sein. Gewaltig ist das. Jawohl, Kameraden. Kameraden, Kameräder und andere Verräter. Guten Appetit. Gut. Ja? Und vegetarisch. Aber hundertprozentig. In der Flasche ist auch nichts mehr drin, gell? Tannenzäpfle. Gutes. Ganz gutes. Das ist schon wahr. Wenn du draußen kochst, das schmeckt nur mehr so gut. Das riecht intensiver, das schmeckt intensiver. Pfeiflein, das haben wir uns verdient. Ah, ist das herrlich. Mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ha? Das ist für mich jetzt der Advent. Erholung ist das Urlaub. Ja, durch die Rosen. Zum Wohl. Und dann komme ich ins Bett nicht gerade hin. Ach, das wird noch spannend. Aber ich ziehe mich Hose, alles aus.
alles aus. Toaster und die Stopfe unten, ey. Kommt alles im Biwak. Ja. Als Nachspeise gibt es noch den weltberühmten Thunfisch in der Dose. Und was sagt uns das jetzt? Dritter Advent? Drei Lichtlein brennen. Advent, drei Lichtlein brennen. Da geht so ein Manga Haufen Geld dafür zahlen, wenn ihr das machen könnt. Mit Geld nicht zu bezahlen. Nein. Guten Morgen. Also geschlafen haben wir das mal gut. Von der Kälte her ging es auch. Oh, ich glaube, es graubelt ein bisschen. Es graubelt. Aber ich muss sagen, dieses Schlafsack im Schlafsackgebolle, ich habe jetzt heute mal so einen alten Bundeswehr-Schlafsack, wo man anzieht wie so eine Jacke. Garantia Tropen und mein Biwaksack drüber. Das geht schon, aber es ist einfach sehr schwer, ein riesen Packmaß und ein Motzke Wurstel. Ich glaube, da muss ich mal schauen, dass ich mir noch einen geeigneten Schlafsack besorge. So, und jetzt stehen wir auf. Sepp ist schon unterwegs. Was er wohl macht. Stehen wir dann auf und dann machen wir Kaffee. Kaffee-Tscherl. Oh. Und dann werden wir unsere restlichen Lebensmittel noch von gestern verbrauchen. So. Also, los geht's, bis später. Guten Morgen, liebe Freunde. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ach, na, dann ist ja alles klar. Schön. Alles, was in dem Becher drin ist, ist gefroren. Ja, Wahnsinn. Doch so kalt. Ist doch so kalt gewesen, ja. So. Das ist ja klar, kaum dass mir der Rimpel rausstreben, kannst du zum Schneider. Ne? Sei froh, weil sonst regnet es immer, wenn du unterwegs bist. Also Kaffee in der Früh. Das weckt. Tode. Kaffee, Cell, tralala. Nein! Nein, ja! Ich stehe die Toten auf. Wirtshaus hoch, das kostet, aber draußen schlagen uns von den Toten auf. Ich habe eine Epidemie zum Verwalten. Also, ich finde ja, das ist ja ein Traumhörspiel. Also, es ist mit Abstand das Genialste, wo ich kenne. Ja, ab und zu auf dem Laptop, wenn ich da mal anstecke, dann laden wir irgend so ein Hörspiel runter. Jetzt mal wie Meuterei auf der Bounty. Oh, das habe ich als Kind auf Ding gehabt, auf Schallplatte. Ah, der Schallplatte auch gehabt. Auf Schallplatte. Und was habe ich noch gehabt? Der Schatz im Silbersee. Genau. Und der Geiern, Oliver Twist, Meuterei auf der Bounty. Neulich habe ich den Dachboden ein wenig geräumt. Dann habe ich wieder ein paar so Platten gefunden. Der Räuber Hotzenplatz. Ah, ja. Doch, der Räuber Hotzenplatz im Spritzenhaus. Und dann der Schallplattenspieler, Deckel auf, Lautsprecher. Der schwarz-graue. 33. Zum Starten. Für die Großen. Zum Ausmachen. 45 für die Kleinen. Ja, genau. Da habe ich mal gekriegt. Roberto Blanco. Ganz knallig orange Platte, so alles lang vorne, alles lang hinten. Da habe ich mal von eine knallrote Schallplatte gehabt. Das war der Bolero. Und zwar war das Musik, Filmmusik von. Kennst du sogar Billie Jean gewesen sein? Da, da,
Schon los geht's, ne? Die war knallrot, die Blatt. Ja. Und heiß. Ja, ja. Wenn du denkst, es war doch schön, wenn du heimgefahren bist in den Straßenbarsch, ein paar Kumpels getroffen, ein paar Stüte vom Turner gehabt. Ja. Oh, hast du Platte gekauft? Ja, ja. Und in den Straßenbarsch geschaut und gelesen und zeigen. Heute mach ich mal im Ding dran, Download, fertig. Alles von Superdrinker. Alles. Jede Platte, alles. Und hast du das heute noch einer? Superdrink. Ja, aber nicht auf Schallplatte. Auf Schallplatte nicht. Aber Superdrink finde ich schon genial. Da ist meine Cousine heute noch besser. Phänomena habe ich mir mal gekauft. War eine ganz tolle Platte und Rock hat's. Das war auch genial. Mein Fröhlich Queen. Alles mal. Mein Heiligste Opera. Ja, es war einfach was so besonders. Andere Zeit vor allem hat das eigentlich relativ viel Geld gekostet. Ja, hör auf, du. Da hast du dir überlegt, ob ich das verdient habe. Das war schon eine Investition. Ja, ja. Mit dem Lehrlingsgeld dann oder so, oder vorher da schon gehört. Fertig? Schön geil. Auf die schöne Übernachtung. Schön war's. Gluck, gluck, gluck. Espresso für Männer. Oh, der wird Geister. Also, schade, dass schon wieder vorbei ist. Ja. Aber das mit den alten Schlafsäcken, das hat keinen Zopf. Ich weiß gar nicht, von was das für einer war. Das muss irgendwie. Weil der hat oben wieder eine Jacke und das kannst du auch wegmachen mit dem Reißverschluss. Ja. Wahrscheinlich wird irgend so von so einem Sniper. Eine Spezialeinheit, oder? Aber der ist bockschwer. Also der ist richtig schwer und relativ groß im Packmaß und so warm ist er gar nicht. Ja, das habe ich schon gesehen. Jetzt habe ich den ganzen alten Scheiß, was ich daheim habe, mal durchprobiert. Ich glaube, da beißt die mal aus keinen Faden ab. Bei mir ist gleich. Da muss ich mal schauen. Zwei Schlafsäcke ineinander, nein, da muss schon was Richtiges her. Und vor allem, weißt du, das widerspricht sich, aber eigentlich hätte ich gern, weil ich ein Bauchschläfer bin, hätte ich gern einen Schlafsack, weißt du, wo du ein bisschen sorieren kannst. Aber alles, was gescheit warm macht, die sind immer ein bisschen enger geschnitten. Ja. Mhm. Muss ich mal schauen, dass ich das Richtige finde. Bergsporthütte. Ja. Ist halt nicht grau. Oder braun. Das ist der Wurscht. Aber hauptsächlich warm, weil die gingen. Der Michi war ja ein Maler, ja. Weißt du, ich muss jetzt mal schauen. Vielleicht fahre ich da mal. Da können wir mal rausfahren miteinander. Fahren wir mal zum Dealer. Mhm. Und der hat bestimmt den Defense 4 da in L. L. Und da mache ich mal eine Probelegung. Mhm. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, der. Das wäre mein Favorit, das geht mir reuer. Ja, freilich geht's reuer. Aber weißt du, wenn man mal Blut geleckt hat, irgendwann flagt man da draußen bei minus 20 Grad. Na. Bis ins Eis zapp von der Bartle wachsen. Na. Das nächste Mal machen wir das in die Winterferien und da holen wir uns irgendeinen von der Abschlussklasse und sagen, da kannst du bei Mark verdienen, trag schon drei Rucksäcke. Du darfst schon bei uns mitessen. Ja, ja. Das wäre früher machen können, heute sage ich, Alter. Mhm. Chill deine Basis. Fang an. Jetzt ist gut. Maria. Alter. Hä? Gutes, gell? Ein richtiger Pampf. So soll es sein. Mit die Südtiroler Bergbauern. Da ist im. Wo bayerischen die Dinger, die brauche ich? Im bayerischen Fernsehen ist da gekommen, der letzte seines Standes. Ja. Da haben sie ihn gebracht von Südtirol, so einen Holzrüger. Von Klausen. Der hat allen so einen Gaul und da marschiert der da umeinander. Und da haben sie ihm sein Frühstück gezeigt. Hast du es gesehen? Eine warme Milch und eine Brotnettung, fertig. Am Mittag hat oder am Abend haben sie dann da einen Grieß mit Milch und einen ordentlichen Butter rein. Dreimal im Jahr gibt es Fleisch. Aha. Weihnachten, Ostern und nochmal hat er gesagt. Sonst gibt es da kein Fleisch bei dem.
Das ist aber schon bald 80 Jahre. Ja. Das schaue ich gerne noch. Das ist eine tolle Sendung. Da Batterie fast leer. Hm? Nur ein Genie beherrscht das Chaos. So schaut's aus. Bringst du alles zusammen? Und schon verrennt. Und was gibt's mittags? Natürlich Restler von gestern. Ein Traum. Nur gute Sachen. Nur das Beste für uns. So, und jetzt nehme ich euch mal mit an unseren schönen See. Wild romantisch war das gestern. Die Welt steht Kopf. Es ist ziemlich zusammengeräumt, fast. Und da wartet bereits jetzt unser Mittagessen. Boing, hinter vom Arsch der Spießt. Jetzt in meiner Kammer Schäferprüfung. Ein Schäfer braucht ein deftiges Mittagessen. Gemüsepfanne mit Blauschimmelkäse und ein schöner Donnertapfen dazu. Ich sag dir eins. Das ist einfach herrlich. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann dreht man die Heimreise an. Also, bis später. Schön wie es war, irgendwann ist alles vorbei. Irgendwann ist man vorbei. Ich bin zurück in die Zivilisation. Wahnsinn. So, das war's jetzt mit unserer Übernachtung. Für uns war es schön, ich hoffe euch auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal im Outdoor Wonderland. Pfiat euch, euer Pit. Aber Ehre.